was zum Fick ist Wellness? Ich habe an so Thermen und so gedacht und Hotels und so. Wellness habe ich seit meiner frühesten Kindheit schon so eingespeichert als ein Wort für eine bestimmte Sache. Aber es heißt ja, wenn man drüber nachdenkt, einfach nur Wohlsein. Also, oder halt, es ist ein Nomen zu well. Ja, mir geht's einigermaßen gut. Wellness. Das heißt Wellness. Warm, es gibt Massagen, vielleicht Schwimmbecken oder irgendwelche Jacuzzis, irgendwelche Liegen, wo du drauf chillst. Was ist Wellness überhaupt? War ich schon mal im Wellness-Bereich? So eine Spa oder so? Detox. Du musst dich um dich kümmern, es soll dir gut gehen. Oh, true, stimmt. Eins dieser Wörter wie Pullover, wo man irgendwann so checkt, Junge, Pullover ist einfach nur Englisch für Überzug, überziehen, Pullover. Aber Nonsens ist auch so geil, es heißt einfach nur Unsinn. Es ist einfach nur Nonsense. Und das war für mich auch irgendwann so, Wellness. Es ist einfach nur, ja, Wohlness. Und dann ist mir eingefallen, die Eltern von einem Grundschulkumpel von mir hatten damals immer ein Getränk gekauft, das hatte die Geschmacksrichtung Wellness. Kennt ihr Wellness-Getränke? Das war so Sprudelwasser und das war Wellness. Ich glaube, es hat nach Birne und noch irgendeiner Frucht geschmeckt. Ja, Wellness, Birne, Melisse. Junge, was ist Wellness für ein seltsames Konzept? Guckt euch Wellness an. Hier, Hella Wellness. Hella, von Hella gibt's einfach Wellness. Als Getränk Geschmacksrichtung, wie seltsam. Also kein Wunder, dass ich dieses Wort einfach so für das genommen habe, was es nicht ist. Also es war für mich so früh etabliert. Wellness-Getränk. Von gut und günstig. Ich finde das sogar lecker. Sollte ich mir mal wieder kaufen. Also ich habe es gut in Erinnerung, aber das war so eine richtig alte Connection, die ich da hatte. So, das habe ich zuletzt wahrscheinlich aktiv öfter mal gehabt. Da war ich wirklich noch in der 4. Klasse oder so. Bismarck-Wasser auch. Wellness. Was soll Wellness denn bitte für eine Geschmacksrichtung sein? Wellness ist einfach ein interessantes Wort, weil das so überhaupt so gar nicht aus dem Englischen für mich kam. So, ich habe es mir einfach nur als wie so ein Fantasiewort irgendwann ganz früh in meinem Leben schon gemerkt. Für zum einen für solche Massage-Sauna-Bereiche und so und dann für dieses dumme Getränk. Und wieso werden Birnen mit Wellness verbunden? Warum hat irgendjemand gesagt, hey, wisst ihr was? Es ist gerade, ich wette, das war so ein Trend. Wellness war einfach der Trend überhaupt, dass alle möglichen Produkte Wellness-Produkte wurden, irgendwelche Badesalze, Badebomben, als Geschenk für den Partner oder so ein Wellness-Urlaub, Wellness-Wochenende, Wellness-Tag, alles Mögliche an irgendwelchen Gesichtsmasken und so sind einfach Wellness-Masken. Wellness ist auch so ein lames Wort, außer im Deutschen habe ich dann das Gefühl. Ich frage mich, ob es im amerikanischen, im englischen Bereich auch so geused wird überhaupt. Oder ob das so richtig einfach genommen wurde und zu einem Lifestyle gemacht wurde, zu so einem Lebensgefühl. Wellness einfach. Und dann dachte sich irgendjemand, wir haben diese ganzen Produkte, das reicht irgendwie noch nicht. Wie wäre es, wenn wir einfach noch irgendwas in Flaschen füllen und das verkaufen als Wellness? Wellness zum Trinken mit Sprudel aus irgendeinem Grund. Und dann nimmt man Birne-Melisse. Birne-Melisse schmeckt halt einfach wie Wellness. Ist erwiesen. Ist eigentlich wissenschaftlich schon überprüft worden. Genauso fühlt sich Wellness halt an. Wie Birne fucking Melisse. Ja, heute ist der Produkttrend alles mit Protein. Davor war alles in Light. Boah, stimmt. Oder alles irgendwie anrühren. Also einfach irgendwelche Pulver nehmen und daraus ein Getränk machen. Als wäre es nicht so eigentlich viel geiler, ein fertiges Getränk zu holen, holt man sich eher diese, weil es halt billig ist, I guess. Ich habe ja auch Soda-Stream und so, um Sprudel nicht kaufen zu müssen. Gibt es Soda-Stream Wellness-Sirup? Orange, Apfel, Zitrone, Standard-Shit, Ginger Ale. Soda-Stream-Sirup ist sowieso der größte Scam eigentlich. Soda-Stream ist einfach nur Sprudelwasser und du könntest dir diesen Sirup auch kaufen und einfach ein anderes Sprudelwasser dazu. Du könntest jetzt zum Beispiel Hella Classic holen, Selta und dann packt man da Schwipp-Schwapp-Sirup rein und es hat nichts mit Soda-Stream zu tun. Die tun, als wäre das so deren Ding, dass man einfach sich so eine Soda-Stream-Maschine holt und dann dachte ich, packt man irgendwie diese Soda-Kartusche da so rein und dann noch so eine Mirinda oder Lipton-Green-Kapsel irgendwo dazu und dann wird das da so zusammengemischt von der Maschine, vom Soda-Stream aus. Aber da passiert gar nichts. Das macht dir nicht auf magische Weise irgendwie noch ein cooles Sprudelgetränk, sondern du nimmst einfach nur das gesprudelte Wasser aus deinem Soda-Stream und mischst das dann mit Sirup. Das gibt's schon ewig. Hätte ich jetzt den Namen nicht mehr gewusst. Aber ich glaube, genau die hatten die da immer dabei. Und ich dachte mir so, hä, das ist ja übelst interessant und cool und was Neues so. Aber hat dann mir nicht so gut geschmeckt, wie wenn ich einfach, keine Ahnung, Fanta oder so genommen hätte. Und gönn mir dann immer zu so fettigem Essen so eine geile Cola oder so ein... Wisst ihr, wie ich meine? Das ist insane. Das habe ich auch gerade wieder festgestellt. Wie fucking gut sich einfach so eine kalte Dose Cola und so ein Döner ergänzen. Und das lässt sich auf alle möglichen Gerichte ausbreiten, wenn du so ein herzhaftes, fettiges, salziges Essen hast. Wie gut du immer so einen kleinen Sip von irgendeinem kühlen Erfrischungsgetränk dazwischen brauchst. Auch was so richtig süß ist, damit der Döner macht dir übelst Bock auf die Cola
und die Cola so einen Sip reicht und du hast wieder übelst Bock auf den Döner, wisst ihr? Und dann kann man die ganze Zeit so abwechselnd das so hochpushen und einfach nur diese wirkliche Fastfood-Erleuchtung erlangen, die das natürlich nicht gesund ist und so, aber die wirklich alle deine Sinne, was Fastfood angeht, so befriedigt. Das ist richtig dreist. Das ist richtig schlimm, wie gut so salziger Shit mit so einem süßen Getränk zusammen das Hirn dahingehend manipuliert, wie geil etwas ist. Das ergänzt sich so fucking geil, auch wenn ich am Ende irgendwie immer Schluckauf bekomme. Boah, dann isst man halt zu viel. Also ich sehe es immer so, wenn ich Schluckauf nach dem Essen habe, habe ich wahrscheinlich über einen Hunger gegessen. Klappt auch mit dem Getränk zum Kino-Popcorn, ja? Vor allem, wenn du salziges Popcorn hast. Also wenn du, wie der Rest der Welt, normales Popcorn isst mit Salz, dann passt es sehr gut. Wenn man allerdings in Deutschland ist, ist es vorwiegend süßes Popcorn. Vielleicht gab es mehr Zucker in irgendeiner Zeit, wo sich das hier durchgesetzt hat oder so. Und dann hat man wieder so kriegsbedingt oder so, hat man dann geschafft, dass sich die Leute daran gewöhnen, an süßes Popcorn, was auch lecker ist. Ich mag süßes Popcorn. Aber eigentlich ist the way to go halt salziges Popcorn. Und da sehe ich das auf jeden Fall. Viel zu viel einfach nur Schwachsinn zu sich nehmen, indem man salziges Popcorn hat und ein Liter Süßgetränk. Und der Körper sich einfach nur denkt, das ist ja abwechslungsreich hier. Ich esse ein bisschen salzig, dann kann ich ein bisschen süß ablöschen. Ich habe auch Durst durch das salzige Popcorn, bin ich natürlich voll ausgetrocknet. Aber dann hydriere ich mich einfach mal mit so einer Limonade anstatt mit richtigem Wasser, was glaube ich auch nicht funktioniert. Also Bier und so soll ja auch eher dehydrierend wirken. Ich weiß nicht ganz, wie das funktioniert, weil man zieht ja auch aus Früchten und anderem Essen einfach Flüssigkeit raus. Also es gibt genug Getränke, wo man denkt, man würde jetzt Sitt werden, aber eigentlich ist nur Wasser wirklich hilfreich, wenn du Durst hast. Sitt wurde irgendwann mal, hat glaube ich einen Wettbewerb gewonnen, als ein Wort, was neu erfunden werden soll. Als Gegenstück zu satt, wenn man genug gegessen hat, ist Sitt, wenn man genug getrunken hat. Und es hat sich nie richtig durchgesetzt, aber manchmal fällt es mir noch ein. Manchmal sitze ich so da und denke mir so, jetzt gerade passt das Wort Sitt. Auch wenn es glaube ich, hat es in den Duden geschafft? Immer noch als Kunstwort klassifiziert, obwohl es ein paar Leute gibt, die, glaube ich, denken, dass es ein echtes Wort ist. Ist ein Kunstwort, das als Adjektiv das Gegenteil von durstig, also nicht mehr durstig, bedeuten soll. Die Erfindung von Sitt war der größte und bekannteste Versuch, eine vermeintliche Lücke in der deutschen Sprache durch einen Wettbewerb zu schließen. So witzig, dass es einfach einen fucking Wettbewerb dazu gab. Meine Mom hat es auch benutzt. Ich kenne das Wort Sitt durch meine Mom, aber niemand benutzt es regelmäßig genug, um wirklich zu denken. Das liegt aber auch daran, dass man nie wirklich keinen Durst mehr hat. Also, man sagt höchstens mal, ja, ich habe gerade keinen Durst. Aber man sagt ja nicht nach dem Trinken, boah, bin ich Sitt. Und nach dem Essen brauchst du einfach ein Wort, um irgendwie zu beschreiben, wie du dich gerade fühlst. Aber nach dem Trinken denkst du dir so, oh ja, jetzt fühle ich mich normal. Durst haben ist so, als müsste man einen Mangel ausgleichen. Und Hunger haben ist auch, da kannst du auch ins Minus gehen, aber da gehst du dann manchmal ins Plus. Oder du hast einfach nur Appetit, obwohl du gar keinen Hunger hast. Und bist trotzdem dann satt. Du bist einfach richtig satt. Und für diesen Zustand brauchst du eher ein Wort, als für, yo, ich brauche nichts mehr trinken.